Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind heute auf Yamaoka. Ich glaube, da waren wir in meinen DBT-Folgen noch gar nicht. Oder? Ich glaube nicht. Also das ist Yamaoka. Das ist die alte Yamaoka-Map. Wir haben hier links ein Haus. Und sonst haben wir gar nichts so richtig auf der Map. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier gerade so schleiche, aber... Oh! Da wurde direkt jemand aus dem Schrank gezogen. Das heißt aber, der Killer ist dort hinten. Ich suche mir hier einen Generator. Und gehe auch hier ran. Wir wissen noch nicht, welcher Killer es ist. Ich glaube, es ist Legion. Wenn ich die Silhouette jetzt richtig erkannt habe. Ich bin übrigens mit Ace unterwegs. Ich dachte, ein bisschen Manpower kann nicht schaden. Ich bin halt nur nicht so unauffällig mit meinem tollen Hemd. Ich wäre jetzt als Claudia, also als Claudette, in meinem grünen Hemd ein bisschen unauffälliger. Der Killer ist ein bisschen... Campy unterwegs. Er geht nicht wirklich weit weg vom Haken. Ich weiß auch nicht, ob die anderen jetzt retten gehen. Die am Haken, die muss gleich kämpfen. Oh je. Ich weiß nicht, was der Killer hier vorhat. Aber er geht nicht weg. Ich muss jetzt retten. Es hilft nichts. So, er ist in seiner Raserei. Er wird mich jetzt anschlagen. Dann habe ich eine tiefe Wunde. Und dann sucht er sich das nächste Opfer. Oh je. Oh, es hat jemand meinen Gen fertig gemacht. Runden mit Legion können ganz schön lang werden. Weil man oft damit beschäftigt ist, sich zu heilen. Und er geht wieder auf die Obsession. Wenn die Obsession am Haken hängt, ist sie tot. Ja. Ich glaube, das ist sein Ziel. Ich glaube, er möchte, dass die Obsession stirbt. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell im Archiv eine Killeraufgabe gibt mit... Töte die Obsession? Weiß es nicht genau. Oh, sie hatte Entscheidungsschlag. Das heißt, sie ist von der Schulter freigekommen. Liegt aber direkt wieder. Das finde ich auch ein bisschen schade am Entscheidungsschlag. Du hast nicht die Chance, wegzukommen. Er kommt ja trotzdem direkt wieder hinter dir her, der Killer. So, jetzt sind wir nur noch drei. Ich weiß halt auch nicht, warum die anderen nicht retten gegangen sind. Ich hätte auch eher losgehen können. Ja, das ist auch richtig. Aber ich dachte, die anderen sind näher dran. Och, was ist das? Oh nein. Ich heile mich jetzt doch. Man sollte sich gegen Legion eigentlich nicht groß heilen. Weil, wenn er in Raserei ist, passiert dann eh erstmal nichts. Aber wir haben gerade bei ihm gesehen, er hat sich auch nicht geheilt. Direkt abgefarmt. Oder selber vom Haken gesprungen. Und lag direkt wieder. Killer ist wieder in Raserei. Das sehe ich an dem Balken da unten links. Aber ich denke eigentlich, ich sollte außerhalb der Reichweite sein. Die sind immer noch dort hinten. Der Killer macht es halt nicht ganz verkehrt. Er bleibt jetzt dort hinten, damit dort hinten keine Generatoren angehen. Das heißt, wir machen jetzt hier auf der Seite die ganzen Generatoren und irgendwann müssen wir dort hinter. Und dann kann er uns halt gut kriegen. Kämpf bitte ein bisschen.
Oh, was? Was ist hier das Problem? Hallo? Oh! Hä? Warum? Es lief doch nicht schlecht für ihn. Oder ist sein Spiel abgeschmiert? Was war jetzt los? Ich weiß es nicht. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, die Runde ist vorbei. Wisst ihr was? Ich hänge direkt noch eine Runde hinten dran. Wir sehen uns sofort wieder. Da die Runde ja ebenso abrupt endete und ich weder gestorben bin noch überlebt habe, habe ich ja gesagt, wir spielen noch eine Runde. Und wir sind lustigerweise wieder auf Yamaoka gelandet, allerdings jetzt auf der zweiten Map. Auf der neueren. Und wir haben eine Huntress. Ja, Mensch. Ist die gerade im Ernst? Hinter mir vorbei? Ah, schade. Jetzt hat sie eigentlich keine Äxte mehr. Jetzt muss sie schlagen. Ich glaube, sie ist außen rumgelaufen. Ja. Verdammt. Okay, erster Gen ist aber an. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und wir sehen hier übrigens die Jägerin, die hat die neue Gesichtsmaske aus dem aktuellen Battle Pass sozusagen auf. Und sie hat direkt dabei jemanden gefunden. Das ist jetzt unpraktisch. Aber sie lässt von ihr ab. Warum auch immer. Aber was war das gerade am Anfang? Hat sie mich dort eigentlich gar nicht hocken sehen und mich erst bemerkt, als ich losgerannt bin? Oder? Oh nein. Ja. Das ist halt jetzt... Das ist jetzt ja blöd, Mac. Wir haben Wiegenlied der Jägerin. Okay, Mac wurde gerettet. Ich glaube, Anna ist auch noch dort hinten. Was war das denn gerade für ein Summen? Das klang ein bisschen komisch. Hier, sie tritt oben den Generator. Ich gehe mal hier ran. Sie kann zwar von oben hierher werfen, aber ich hoffe, sie ist gerade irgendwie beschäftigt. Upsie. Oh. Ich glaube, ich habe ihr Totem gefunden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie verteufelter Boden oder so. Nee, okay. Das war ihr Wiegenlied. Das Wiegenlied verzögert nämlich dieses Pling vor dem Skillcheck. Das hätte eigentlich treffen müssen. Oh, sie ist schon hinter mir.
Ja, sie schlägt einmal rund um den Baum. Das ist ganz, ganz normal. Sie holt Nachschub. Ich weiß auch nicht, die Runde ist jetzt auch nicht so viel erfolgreicher als eben bisher. Ich bin schon wieder am Heilen. Aber okay. Ich glaube, mein Glück war gerade, dass da drüben gerettet wurde und dass sie dadurch abgelenkt war. Gucken, ob ich... Ja... Ist dort noch ein Generator? Hinten? Ich sehe es gerade nicht. Die Skillchecks kriege ich irgendwie auch nicht getroffen, diese Runde. Das ist jetzt der Fluch des Disconnects von eben. Sie kommt jetzt hier hinter. Oh. Ich dachte, sie kommt hier hinter, weil ich den Skillcheck nicht getroffen habe. Macht jemand ein Totem? Hallo, Claudette. Mensch. Oh, oh. Sie hängt im Keller. Das ist immer so gefährlich, wenn jemand im Keller aufgehangen wird. Okay. Ich lass mal die Claudette laufen. Hing schon. Sie glaube ich noch nicht. Oh, der Killer ist schon im Keller. Claudette hatte geliehene Zeit dabei. Allerdings ist der Killer direkt nochmal. Oh je. Nochmal auf die gegangen, die geliehene Zeit hatte. Und dementsprechend lag sie dann auch wieder. Ah! Sie lässt, glaube ich, die... Ich glaube, die Mac hängen, oder? Lässt sie, glaube ich, jetzt erstmal liegen. Irgendwie doch nicht. Weil sie Angst hatte, eventuell vor einem Entscheidungsschlag. Sie kommt auch in den Keller. Gott, wie übel. Oh. Jetzt hat die andere sich auch sterben lassen. Oder ist, war sie tot? War der Balken abgelaufen? Was ist das denn? Wieso kann ich denn nicht einfach mal entkommen? Was soll das? Ja, sie geht jetzt hoch. Und guckt von oben. Sie ist direkt wieder hier. So. Da haben wir einen Kellercamper quasi. Was sollst du dann machen? Wenn ich sie jetzt nicht gerettet hätte... Wenn ich als Killer so spielen würde, hätte ich, glaube ich, nicht wirklich Spaß dabei. Es nimmt einem jegliche Chance, irgendwie diese Runde zu schaffen, wenn die Killer nicht vom Keller weggehen. Genau das hat sie ja hier gemacht. Wir hören sie immer noch im Hintergrund. Das heißt, sie ist auch nicht weit weg.
Ach Mensch. Aber das ist halt irgendwie auch DBD. Leider. Es gibt so Tage, da läuft es einfach gar nicht. Dann gibt es Tage, dann hat man echt viel Glück und man kommt oft raus, aber in dieser Aufnahmesession heute, es läuft nicht so gut. Ja, ich werde auch nicht mehr gerettet. Das schafft sie auch gar nicht mehr. Ich bin jetzt nämlich tot. Ich meine, so hat die Folge wenigstens noch ein Ende gefunden, nach dem Disconnect von der Legion vorhin. Aber richtig erfolgreich war es nicht. Ein Rang 6 Killer. Frage ich mich immer, hat man es da noch nötig, so ungünstig am Keller zu verweilen? Nennen wir es mal so. Gut. Egal. Schwamm drüber. Wie habe ich letztens gesagt? Nächste Runde mehr Glück und so? Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!